Damit hallo und herzlich willkommen bei der Fragerunde im November. Ganz viele Fragen auf verschiedensten Wegen haben mich erreicht, wobei ein großes Thema zurzeit viele Angler umtreibt und deswegen kommt das jetzt auch hier fast schon wie ein Schwerpunktthema rein und das sind die Katzenwelspopulation am Po. Ich habe dazu verschiedene Fragen bekommen, egal ob auf persönlichen Nachrichten oder eben auch hier bei YouTube unter den einzelnen Fragerunden. Und es dreht sich halt immer wieder um die Population der Katzenwelse am Po. Und da wollen wir gleich mal wirklich reingehen. Ja, ins Unermessliche sind sie gestiegen. Anfänglichen Beifängen beim Fiedern kommt es immer vor, dass Katzenwelse die Wallermontagen abräumen oder die Köfis totbeißen. Teilweise ist es so schlimm geworden, dass man sich in manchen Bereichen beim Wallerangler richtig große Probleme mit den Viechern hat. Was hältst du als Po- und Italien-Profi davon? Wird es unser Angeln eine Auswirkung haben? Hast du Tricks, wie man diese Biester vermeiden kann? Erfahrungen von Katzenwels als Köfi? Diese Frage ist hier immer wieder mit drin. Ich denke, das ist ein interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das haben verschiedene User geschrieben, auch hier unten wieder mal Top-Fragerunde. Ich hätte eine Frage zum Thema Katzenwelse als Köderfisch, weil man immer öfter hört, in Italien beim Fiedern sehr viele dieser Katzenwelse zu fangen, stellt sich die Frage, werden diese eigentlich auch von Köder als Köderfisch verwendet? Werden diese überhaupt genommen? Wie sind deine Erfahrungen damit? Denke, dass der Wels diese schön langsam als Nahrungsquelle nutzen könnte. Danke, liebe Grüße, der Nikolaus. Ja, wie gesagt, das waren verschiedene Fragen rund um das Thema Katzenwels. Deswegen gehe ich jetzt die anderen, die auch dasselbe Problem angesprochen haben mit diesem Katzenwels, habe ich jetzt hier gar nicht reingenommen, weil dann auch andere Themen kommen und da wollen wir doch wirklich mal reingehen. Vor vielen Jahren kann ich mich entsinnen, das ist wirklich schon lang her, habe ich mal einen sehr bekannten Angler getroffen, der Big Fish Man, Jakob Wagner, mit dem ich auch heute noch in Kontakt stehe. Und der hatte zu jener Zeit die Probleme mit den Katzenwels mal ganz kurz angesprochen, weil es damals ging es eigentlich hauptsächlich um Karpfenseen, wo diese Katzenwälse den Karpfenangler wirklich jeden Nerv rauben, weil die alles gefressen haben, was da reinkommt. Und er hatte mir damals gesagt, wenn das in einem Gewässer so ist, dass diese Population explodiert, werden diese Fänge bei anderen Fischarten meistens deutlich schlechter sogar. Hängt damit zusammen, dass es ein Laichräuber ist, dass den Populationen, dass die wirklich alles leerräumen, explodieren, wirklich viele Jungtiere da auch zur Welt bringen. Und wie gesagt, ich kann mich an dieses Gespräch wirklich lebhaft erinnern, weil das zu jener Zeit noch gar nicht so schlimm war am Po. Ja, man hat mal welche gefangen, aber es hielt sich in Grenzen. Experimentiert damit hat man gar nicht, weil man noch nach wie vor seine normalen Köderfische gefangen hat. Jetzt, 2021, aber auch schon letztes Jahr, 2020 oder 2019, kenne ich das auch, ist es halt so, dass es eigentlich egal ist, wo man was reinwirft, also egal ob Naturufer, langsam fließend, schnell strömende Bereiche auf einer Sandbank, tiefes Wasser in den Steinpackungen, egal wo, ich kann mich auch mit den verschiedensten Angelmethoden erinnern, dass wir diese Viecher gefangen haben, also beim klassischen mährischen Angeln, wo wir aktiv auch Köder an der Oberfläche führen oder im Mittelwasser mit Hilfe von Spirulinos. Selbst da war man nicht verschont, aber eben die meisten wirklich heftig geworden ist diese, wo man das am meisten merkt, beim Fiedern mit dem Futterkorb. Egal ob Maden, Mais, Würmer, was auch immer. Mittlerweile ist es so schlimm, ich war vor letztem Jahr mit meinen Mädels am Po zum Karpfenangeln und da hat man einen Fisch gefangen, einen. Ich habe dann das Angeln umgestellt, dann hatte ich einigermaßen meine Ruhe, aber auf dem Fischmehlboili mit 11,5 Kilo gemessen hatte ich diesen Fisch nicht. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich weiß nicht, welche Gattung welche ist. Es sind verschiedene, die kleinen haben meistens Punkte, dann gibt es aber auch wirklich große Exemplare über einen Meter,
Wie gesagt, auch für uns war das in jener Nacht wirklich ein Schock, als dieses Monstrum da hochkam von Katzenwels. Aber welche spezielle Gattung das ist, weiß ich nicht. Beim Wallerangeln auch diese Probleme, dass die Forellen fressen. Teilweise sind die Köderfische nicht viel größer oder andersrum nicht viel kleiner wie die Katzenwelse, die sie dann attackieren. Und kommen wir als erstes mal zu dieser Einschätzung. Wie gesagt, dieser Bestand ist wirklich heftig explodiert in den letzten 10 Jahren. Ich glaube, mittlerweile ist das Gespräch mit Jakob wirklich so lang her, wenn es nicht sogar noch ein Tick länger ist, gewesen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, hat er damals das schon geahnt, gesehen, weil die schon zu jener Zeit, wie gesagt, diese Probleme mit Karpfenseen hatten, wo Angler relativ viel Geld für eine Woche bezahlen, dort einen Platz buchen, schöne Karpfen fangen wollen. Catch and Release ist ja meistens im Ausland oder fast immer. Und die Katzenwälse dort waren dann wirklich so, dass die Karpfenangler schreiend davon gelaufen sind, weil es überhaupt nicht mehr möglich war. Das Erste, was hier ganz interessant ist für alle Italienfahrer, ist, dass das extrem mit der Gewässertemperatur zusammenhängt. Also die reine Katzenwelspopulation merken wir am heftigsten, wenn das Wasser warm ist, durchgemischt ist. Warm würde ich mal sagen ab 16 Grad am meisten, Open End natürlich, über 20 Grad, 22, 24, wohin der Po immer geht, da merkt man es am stärksten. Jetzt im Umkehrschluss, wenn das Wasser kälter wird, merkt man es gar nicht mehr so sehr. Auch was die Beifänge angeht beim Ansitzangeln, wenn wir unsere Köderforellen, was auch immer, raushängen, auch dann geht diese Attraktivität bzw. die Aktionen von den Katzenwels zurück. Das hängt extrem mit der Gewässertemperatur zusammen, das ist auffällig. Auch jetzt, ich war letzte Woche für insgesamt 12 Tage am großen Fluss, haben da gefischt, auch da meine Jungs gefiedert. Und auch da war es verhältnismäßig wenig schon mit der Katzenwels-Aktion auf der Fiederroute. Waren noch welche dabei, aber im Verhältnis zum Juli, wo ich dort war, war es schon relativ wenig, weil der Fluss jetzt noch 15, 14 Grad hat in dem Bereich. Das ist die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, vor die mich vor vielen Jahren Campchef aufmerksam gemacht hat, das ist wirklich so, ist im Winter die Kormoran-Population wirklich sich mal diese Zeit zu nehmen, zu beobachten, weil ich das schon sehr oft jetzt gesehen habe, wo ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass wenn die Kormorane tauchen und die kommen hoch, fast immer einen Katzenwels im Schnabel haben. Womit das zusammenhängt, wissen wir alles nicht, da ist viel graue Theorie dabei. Ich weiß nur, weil ich es wirklich mehr wie einmal intensiv beobachtet habe. Auch letzte Woche habe ich es durch Zufall gesehen, weil der genau neben uns hochkam und wirklich zu 90%, natürlich kann man sich ja mal täuschen, dass es doch eine Barbe war oder so, was auch in dem Fall, bin mir relativ sicher, ein Katzenwels. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, aber der Schluss lässt sich nahelegen, dass das was mit diesem kalten Wasser zu tun hat, dass die dann so komprimiert sind, irgendwie wie in so eine Lethargie fallen, dass die Kormorane da leichtes Spiel mit denen haben, die da rauszusammeln. Das ist mir wirklich extrem aufgefallen, wie gesagt, in den Wintermonaten sind die meistens verschwunden. Da kommen wir gleich dazu, wie ich das umgehen kann, beziehungsweise umgehen versuche. Und ich mache das dann halt so, ich fieder nicht mit dem Futterkorb, sondern ich stippe. Das macht viel aus. Das ist das Erste. Ich stippe nicht, also ich fieder nicht auf den Gewässergrund, sondern ich stippe in verschiedenen Wassersäulen. Anders noch dazu, ich stippe sehr häufig direkt in den Steinpackungen drinnen. Dort fiedert auch keiner, weil ich suche mir da meistens eine Packung raus, die direkt, wirklich direkt am Stein 1,20, 1,30 hat. Das reicht vollkommen. Und dann stippe ich und stelle mir mein Vorfach, also meine Gewässertiefe mit der Stipprute ungefähr 60, 70 cm ein. Also mein Köder ist auch nicht unten. Und das sind sehr häufig die Bereiche, wo es möglich ist, sogar mit relativ wenig Futter schöne Güstern zu fangen. Gerade Güstern habe ich so wirklich mehr wie einmal erfolgreich befischt, wo ich wusste, dass viele andere mit Fiederruten am Steg sitzen und versuchen, da Fisch zu fangen. Geht das wirklich teilweise sehr gut. Sind auch Lauben dabei und so, das ist, ja, das gehört dazu. Aber nichtsdestotrotz
Mit der Stipprute finde ich das mittlerweile bei warmen Jahreszeiten wirklich effektiver und besser. Das zweite ist, nicht groß füttern. Auch das ist mir aufgefallen, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, wenn ihr viel Futter einbringt, Grundfutter mit Mais und so weiter, wenn ihr dann die ersten Katzenwelse fangt, die sind voll damit. Also mehr wie ein kann mich entsinnen, wo das ganze Futter wieder rauskam. Und ich fütter wirklich ganz wenig, auch Wolkenbildung, also dass relativ wenig Nahrung im Wasser dann ist, sondern wirklich eine schöne Wolke, was wie so ein Lehm aussieht, was eine gewisse Gewässertrübung dann erzeugt, ein bisschen mit Geschmacksverstärkern drin und so weiter, um wirklich wenig freie Köder, dann Dosen, Mais, Maden und so weiter. Das ist das, wie ich dann dabei vorgehe und probiere, wie gesagt, direkt in den Steinpackungen zu fischen. Und dann natürlich diese große Frage, stellt sich die Frage, nicht nur hier meine Jungs, sondern auch viele Walleangler, die ich treffe, fressen die Welse diese, ja oder nein? Ja, sie fressen diese, definitiv. Es gibt mehr mittlerweile wie ein Beleg dafür, dass Leute mir Bilder schicken, die einen schönen Fisch gefangen haben und der wirkt dann nach einem stressigen Drill oder wenn er im Schlauchboot ist, mehr wie ein Katzenwels hoch, davon habe ich mittlerweile Bildern, also ganz klar, ja, sie fressen diese, die Welse, fressen die Katzenwelse, so muss man es ja sagen, nicht, dass der ein oder andere nicht weiß, was ich meine, aber, und da muss ich gleich wieder diese Brücke schlagen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert, natürlich im Verhältnis zur Zeit, wo ich in Italien gefischt habe, ist das immer noch wenig, aber ich möchte behaupten, gut und gerne, 3 Wochen habe ich mal intensiv damit gefischt. Insgesamt, jetzt nicht am Stück, sondern insgesamt, dass man dann immer wirklich 1-2 Ruten mit Katzenwelsen gefischt hat, dann mit Rotaugen, beziehungsweise mit Brassen, Rotaugen fängt man ja kaum, und mit Forellen. Und meine Erfahrung ist, ich habe damit noch nie einen Waller gefangen in dieser Zeit. Noch nie. Ich weiß, dass es Angler gibt, die damit schon gefangen haben. Ich möchte auch dieses Vorurteil, was es ist kein Vorurteil, es ist ein Tipp, der mir mehr wie einmal jetzt gegeben wurde, dass die Angler, die diese verwenden, auch mit Erfolg verwenden, die Stacheln abschneiden. Von sowas, ja, das finde ich natürlich den größten Blödsinn, dass man nun sich im Prinzip diesen Fangerfolg dadurch ausmalt, weil ja der Köderwels die Stacheln abgeschnitten hat, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das so zusammenhängt. Nichtsdestotrotz, ich kenne Angler, die diese einsetzen und damit auch ihre Fische fangen. Wie regelmäßig das ist, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, da ist mittlerweile mehr Wunschgedanke dabei, weil das Problem ist, wenn die Leute dann hinkommen, haben keine Köderfische, zum Beispiel im Sommer, und haben dann abends 6, sag ich mal, oder 4, 5 Katzenwälse und hängt diese raus, damit die überhaupt Montagen im Wasser haben. Klar ist dann die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, wenn ich überhaupt einen Fisch fange, dass der da drauf kommt, weil ich nichts anderes draußen habe. Das zweite ist, auch das habe ich mehr wie einmal erlebt, dass dann Leute, ja, wir holen uns abends schnell noch ein paar Eschen mit dem Boot, so, und dann hängt die Eschen abends drauf, die dem Feuer ins Boot geflogen sind, dann sind die hinterher angefasst, rein in den Kescher, Haken drauf, so, und dann ist ja sehr oft das Problem, dass wenn zum Beispiel dann bis in die Morgenstunden kommt, dass die Meeresche im Verhältnis zum Katzenwels schon lange gekippt war und der Katzenwels der einzigste war, der noch, Leben hatte, der da Aktion gemacht hat an der Route. Von daher, diese Zusammenhänge zu erkennen, ist wichtig. Ich halte bis jetzt einen Katzenwels für keinen guten Köder. Immer, wenn ich natürlich nichts anderes habe. Ich organisiere, sobald es möglich ist, immer Köderfische vor meiner Tour, gerade mit Gästen, das ist Pflicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn gefiedert wird, gestippt wird, gerne eine Küster, eine Brasse, Döbel, Rapfen, ja, das sind geile Köder, die verwende ich dann auch. Und Katzenwels wäre und ist bisher immer nur wirklich, ja, die Ausnahme. Deswegen, ich habe da null Vertrauen drin bis jetzt. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass die Wälse diese fressen. Wie das zusammenhängt, auch dies wissen wir nicht.
ob das nur bei wechselnden Wasserbeständen, also Wasserständen dann der Fall ist, dass die gezielt suchen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil, wie gesagt, da fehlt einem noch so ein bisschen die Erfahrung. Aber das kann durchaus sein, dass sich das in den nächsten Jahren dreht, weil die Katzenwelspopulation, wie gesagt, ist so hoch geworden, dass die Welsbestände, ob wir das jetzt in dem Maße merken, auch das kann ich mir nicht zutrauen, das zu beurteilen. Erstens mal, wenn ich sage, das ist so, fühlt sich vielleicht der ein oder andere Campchef da auf den Schlips getreten, weil der natürlich dann um seine Kunden bangt. Ich finde, schon seit Jahren merkt man, dass es zum Beispiel Runs, wie es die früher gab, so nenne ich das gerne, zum Beispiel ein Frühjahrsrun, wenn das Wasser das erste Mal von dieser 8-Grad-Marke hoch ist auf 12, 14, in einem relativ kleinen Zeitraum, war es relativ oft so, dass viele Teams, die gut geangelt haben, ihre Fische gefangen haben. Sandbank, Ruten gestaffelt und haben da Fisch gefangen. Der eine hatte dann halt 3 Fische, der andere hatte 2 Fische, aber es wurde Fisch gefangen, es war Aktion und der eine hatte mal einen großen Fisch, der andere normale Fisch und so weiter. Diese Runs habe ich gar nicht mehr mitgemacht, auch im Herbst lange nicht mehr. Ich habe sie jetzt letzte Woche seit langem mal wieder. Ob das mit einem anderen Revier zu tun hat, auch da, wie gesagt, fällt mir die Einordnung zurzeit schwer, weil da fehlt mir noch die Zeit und der Einblick. Aber wie gesagt, das ist mir aufgefallen am Mittellauf. Dieses Angeln spielt mittlerweile nur noch verstecktes Angeln, sage ich dazu sehr gerne. Also wo man wirklich auf 2-3 Aktionen mal nachts hoffen kann. Aber das findet ganz versteckt meistens statt. Man merkt einfach, dass die Fische so verhalten sind. Ich denke, das hängt viel mit diesem Angeldruck zusammen und etwas weniger wie mit den Katzenwelsen. Aber sicher kann man sich da nie sein. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns in den nächsten Jahren weiterhin begleiten wird. Auch ich bin gespannt, wohin da die Reise geht. Vielleicht schwören wir alle in 2 Jahren wirklich auf Katzenwels als Köder. Das werden wir sehen. Aber bisher, wie gesagt, wenn es sich umgehen lässt, fische ich diese nicht. Als Beifang kann man sie nicht umgehen. Also zumindest ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen. Einzigste, was wirklich auffällig ist, ist die Gewässertemperatur. Jetzt November-Touren dürfte man damit überhaupt keine Probleme mehr haben. Auch dass Katzenwelse Forellen totbeißen, auch das ist mehr wie einmal passiert. Von daher, ihr seht, es ist ein großes Thema. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Einschätzung dazu erstmal geben, weil ich ja nicht nur ein reines Katzenwels-Video machen will. Dafür haben wir zu viele geile Fragen. Ich hoffe aber, dass die Einschätzung bzw. auch vielleicht der eine oder andere Tipp, wenn es dann um die Köderbeschaffung geht, für euch dabei war und ihr könnt das nutzen. Der Hannes hat geschrieben, super Format, danke für die ausführlichen Antworten auf die vielen einzelnen Fragen mit deinen riesigen Erfahrungsschatz, top. Wie immer sehr, sehr interessant und hilfreich. Bei mir gibt es eine Kehrströmung nach einem Wehr. Wenn ich in die Hauptströmung werfe, ist zu viel Druck auf der Montage und die Schnur vibriert. Meine Frage, hast du schon mal eine U-Pose-Montage in einer Kehrströmung quasi gegen die Hauptströmung eingesetzt? Liebe Grüße, Hannes. Ja, Hannes, also auch diese Frage, ich glaube, das ist wirklich mal wichtig, dass ich die Videokamera nehme und ich habe mir das nämlich jetzt mehr wie einmal angeguckt. Das kann ich sogar zu Hause machen, obwohl ich überhaupt kein Welsgewässer vor der Haustür habe. Und ich muss das, glaube ich, euch mal am Wasser zeigen, was es heißt, halt für mich ein Gewässer zu lesen. Diese Kehrströmungen gibt es ja überall in jedem fließenden Gewässer. Es ist immer irgendwo, wo der Fluss eine Vertiefung hat, eine Verengung, hier in dem Fall eine Bebauung, und dann dreht das Wasser. Und mein Ansatzpunkt bei diesen Kehrströmungen. Kehrströmungen sind meistens etwas tiefer, sauberer Untergrund, weil der Fluss da fräst. Meine Erfahrungen zu diesen Bereichen sind, diese Bereiche sind meistens fischleer. Sehr, sehr häufig. Es gibt natürlich den einen oder anderen flachen Fluss, wo das die Welse nutzen, um dort sich zurückzuziehen von der Hauptströmung raus. Aber ich habe gelernt, wenn ich solche Kehrströmungen habe, suche ich immer den Punkt, wo der Fluss auf der einen Seite reinläuft, wo er anfängt zu fräsen, und lege nicht in das Kehrwasser ab, sondern immer an dem Punkt, wo er wieder anfängt rauszulaufen. Wie gesagt, wer sich da unsicher ist, ich mache das sehr häufig mit Holz.
Ich werfe da einfach Holz rein, verschiedene Stücken, und ich sehe das immer sehr gut da dran. Also ich werfe das in das schnellströmende, in den schnellströmenden Bereich, dann schießt der Fluss lang und dann teilt er sich ja meistens. Einmal läuft er so weiter und einmal dreht er hier rein. Und dann sehe ich immer ganz genau, wo das Holz wieder anfängt rauszulaufen und wird wieder gerade gedrückt und zieht der Fluss mit. Das ist meistens der Punkt, da ist es auch meistens wieder flacher. Auch deswegen werden sehr häufig da weniger Montagen eingesetzt. Aber die Gewässertiefe spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Ich gucke wirklich, dass ich dann diesen Strömungsschatten von den Kehrströmungen ausnutze und meine Montage genau da ablege, wo der Fluss wieder anfängt zu laufen. Vibrieren in der Schnur ist tödlich, definitiv. Dann bist du zu sehr in der Strömung. Und deswegen guck dir genau an, wo die Strömung wieder anfängt zu laufen. Das ist das A und O. Und das ist meistens unterhalb von der Kehrströmung. Auch hierzu nochmal wichtig, vielleicht zu verstehen, Fische sind natürlich auch immer so orientiert mit dem minimalen Energieaufwand, das Maximum rauszuholen. Egal, ob die jetzt nur ruhen oder auch auf Nahrungssuche sind und so weiter. Und in so einer Kehrströmung, bitte tut das und geht an schnell strömende Forellenbäche. Schaut euch das an, wie gesagt, ich muss das mal machen und film das und guckt euch an, wie die Forellen in der Strömung stehen. Auch Walle haben überhaupt keine Probleme, selbst mit sehr stark fließenden Bereichen. Die müssen da nicht schwimmen, was viele denken, dass der so drinnen steht. Überhaupt nicht. Der hat die Flossen auf, dann ist der selbst bei 4-5 km/h, macht der hinten noch nicht mal so. Der liegt einfach und fertig. Das ist für den null Energieaufwand. Und in so einer Kehrströmung, wenn der da wirklich drin ist, rauscht das laut. Und die Strömung ändert sich ja immer zu. Ne? Die kommt immer wieder zurück. Konstant ist immer besser. Konstant ist immer besser. Das ist eigentlich so meine Erfahrung. Deswegen konstante Strömung ist immer besser wie diese schnell verwirbelnde. Da muss er schwimmen, da muss er es ausgleichen. Auch wenn es um Beute machen geht, wie soll er sich da anpöschen? Guckt ihn jetzt seine Beute an, weil die schon oberhalb ist? Oder drückt ihn dann hoch auf seine Beute, dass er leichter wahrgenommen wird? Und von daher, Kehrströmungen, wie gesagt, habe ich zu oft auch abgeangelt, große Kehrströmungen, ja, ich habe da Fische gefangen, aber immer wieder im Verhältnis zur Zeit sehr schlecht. Ich hoffe, konnten Hannes und den ein oder anderen von euch da draußen den ein oder anderen Tipp geben, und wie gesagt, ich werde das in Angriff nehmen und film mal wirklich das Gewässer lesen, wie er da den ein oder anderen Kniff noch an die Hand bekommt. Ja, und dann gehen wir weiter. Großes Lob und Respekt für deine Arbeit. Erst nochmal vielen Dank auch an diese ganzen positiven Nachrichten. Das will ich natürlich nicht vergessen. Auch auf den Podcast, auch davon sind ja schon die ein oder andere Frage hier mit drin. Nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen. So, hab mal eine Frage zum Deadbait-Angeln. Es ist ja bekannt, dass der Waller den Herzschlag seiner Beute wahrnehmen kann. Wenn man nun einen toten Köderfisch mit Rucksacksystem oder dergleichen präsentiert, bewegt sich dieser ja natürlicher. Aber er ist trotzdem tot. In der Natur macht das ein toter Köder ja nicht. Wird der Waller da nicht misstrauisch? Beste Grüße, Daniel. Ja, also ihr seht an den Fragen, dass sich wirklich die Jungs viele Gedanken machen mit diesem Deadbait-System. Wie gesagt, das ist immer wieder... da sind wir noch lange nicht angekommen, wo wir eigentlich hinwollen. Es ist immer noch ein Experimentieren und man merkt das ja auch, dass das phasenweise ist. Gerade wenn das Wasser warm wird, wenn die Fische aktiv sind, gerade dann in der Verbindung mit Rotationsupposen, strömender Bereich in einem Fluss, dann funktionieren Deadbait-Systeme ja meistens am besten. Das nächste ist, über das ganze Jahr gesehen, auch dieses Jahr habe ich mir da die eine oder andere blutige Nase geholt, wo ich wirklich von Jungs weiß, die zur selben Zeit wie ich am Wasser waren, die normal geangelt haben mit Köderfisch, und ich habe dann ein paar hundert Meter entfernt gesessen, habe da viel probiert und habe lange Nase gemacht. Natürlich immer wieder, man kann sich das zu leicht machen und dann auf diesen toten Köder schieben. Aber ich bin auf jeden Fall da beim Daniel, dass ich glaube,
dass der Waller schon weiß, dass der Köder da tot ist und dass die meisten Aktionen auf den toten Köderfisch in der Regel dann passieren, wenn sie aggressiv sind, wenn sie ziehen, kurz vor der Laichzeit, wenn sie Hunger haben, wenn sie Strecken zurücklegen und so weiter. Wenn der Bestand an Welsen gut ist, aber die Nahrungsgrundlagen im Verhältnis dazu relativ wenig sind, auch dann muss der Wels mehr bereit sein, diesen Kompromiss dann einzugehen, da auch mal drauf zu beißen. Und ich habe dazu auch nochmal für alle da draußen, ganz wichtig, tut mir den Gefallen, weil ich, schreibt mir das am besten hier unten drunter. Ich bin auch noch am Überlegen, ob man dazu mal einen Podcast macht, weil ich war dieses Jahr wirklich viel in Deutschland angeln. Ich habe mit vielen Leuten Kontakt. Ich habe zu neuen Leuten Kontakt, die ich jetzt erst kennengelernt habe, auch durch meine neue Zusammenarbeit und so weiter. Bitte schreibt mir eure Erfahrung ein. Wie viel Beifänge habt ihr auf tote Köderfische bzw. auf Deadbait-Systeme oder Tauwurm-Systeme? Das würde mich ehrlich mal interessieren, weil ich lese das so häufig in den Social Medias, ja, Zielfisch verfehlt, aber Meterfisch gefangen, Hecht, Dollar Zander gefangen, 70er Zander und so weiter. Alle Beifänge, die ich kenne, sind immer auf den lebenden Köderfisch gemacht worden. Ausnahmslos. Ich kenne nicht einen, der mit einem Deadbait bei mir in der Ecke, mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, regelmäßig Beifänge von Hechten hat. Das kenne ich nicht. Überhaupt nicht. Bitte belehrt mich da eines Besseren, aber das ist mir extrem aufgefallen, dass das im Internet nach wie vor gefeiert wird, weil sich dann ja jeder, ja, Beifang, natürlich gibt es Beifänge, das steht außer Frage, aber die Frage ist ja dann, auf was kam er? Das ist mir immer wieder aufgefallen. Also wie gesagt, ich habe viel Kontakt zu Leuten, die sehr viel hier angeln, also Elbe, Saale, Rhein, Neckar, Oder und so weiter. Und da ist mir das extrem aufgefallen, weil ich nach sowas frage. Ich frage, wie viele Hechte fängst du auf deine Deadbait-Systeme? Dann überlegen die, ja, habe ich noch nicht gefangen, aber wenn man mit toten Köder, mit lebenden Köder angeln, dann passiert das schon häufiger. Weil das ist mir, wie gesagt, aufgefallen. Das wird dann im Internet immer so als große Nummer da verkauft, dass man so einen tollen Beifang hat. Aber im Endeffekt zeigt das immer nur, wie die Leute wirklich agieren. Und das, wie gesagt, dann öffentlich auch noch preisgeben. Wie gesagt, das ist immer wieder meine Erfahrung, weil ich diese Fragen stelle und nicht nur der Daniel will das wissen mit diesem Deadbait. Ich glaube, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns. Mittlerweile ist es so, weil ich da auch sehr viel geangelt habe, ich schwöre auf den Tauwurm, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich damit einen Fisch fange, aber das Problem ist meistens die Nachwuchskategorie. Extrem auffällig. Ich habe dieses Jahr 13 Nächte an der Elbe gefischt, hatte eine Nacht dabei komplett ohne alles, also ohne Biss, ohne was. Und ansonsten hatte ich immer Aktion und Fisch, immer. Aber wie gesagt, das hört sich natürlich vielleicht cool an oder so und da kann man sich auf die Brust trommeln, was man für ein toller Angler ist. Nein, das ist natürlich nicht so der Fall, weil das sehr oft die Kinderstube dabei war. Also 60er, 70er Waller auf die Tauwürmer. Aber auch meine besten Fische in diesem Jahr habe ich auf die Tauwürmer so gefangen und von daher mittlerweile habe ich das größte Vertrauen, wenn ich bei uns unterwegs bin, in die Tauwürmer. Aber auch hier hört das Experimentieren nicht auf. Wir haben damit angefangen. Ein guter Kumpel von mir fängt damit auch an, weil wir da sehr oft in Kontakt stehen. Was da alles kommen soll, werde ich euch in den nächsten Monaten mitnehmen. Aber bisher, wie gesagt, steckt das alles in den Kinderschuhen. Und ich habe großes Vertrauen in dieses Deadbait-System im Frühjahr. Wenn das Wasser anfängt warm zu werden, wenn die Fische Knast haben, unterwegs sind, dann ist das wirklich eine geile Sache. Gerade wenn ihr Gewässer befischt, wo ihr viel mit Weißfischaktionen zu kämpfen habt, dann würde ich da immer das größte Vertrauen in toten Köderfisch einsetzen. Gerade wenn das Wasser anfängt warm zu werden. Da habe ich meine besten Erfahrungen gemacht mit diesem Deadbait-System. Im Sommer, Herbst hinein war wie gesagt der Tauwurm besser. Und die zweite, der zweite Tipp dazu, immer versuchen, eine Tauwurm, eine toter Köderfisch. Erstens mal eine Kostenaktion, weil wie gesagt, Tauwürmer
wenn ich da richtig bestücke, das kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber so kann man das am schnellsten probieren, weil mit den toten Köderfisch, wie gesagt, weiß ich wenigstens am nächsten Morgen, ich habe da noch Ködern dran. Das ist ja bei den Taubwürmern immer die Problematik, wenn man früh aufsteht, dass man überhaupt nicht weiß, ob da noch Köder dran sind. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall über rege Teilnahme mit eurer Erfahrung, wie viel Hechte, Zander ihr fangt auf die Deadbait-Systeme. Klingelt's mal hier unten rein, das würde mich interessieren. Und das Internet könnt ihr alles selber durchstöbern und könnt euch die tollen Beifänge auf Deadbait-Systeme dann angucken. Kommen wir aber mal weiter zu einer Frage, die ich von dem Podcast habe. Ich fische sehr viel auf Raubfisch und Wels. Ich habe jetzt seit fast 2 Jahren das Livescope. Fische damit sehr erfolgreich bei mir, der Weser auf Raubfisch. Aber aktiv auf Wels beobachte ich immer wieder, dass die Welse danach abhauen oder vor dem Köder abhauen. So rum. Nicht aber sehr oft. Egal was ich versuche, Köderfische etc. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Fischst du auch mit der Live-Technik, um aktiv Welse zu fangen? Fragezeichen. Ihr müsst entschuldigen, weil mein Drucker war nämlich jetzt so lange out of order, dass mir eine Zwischenzeile gefehlt hat. Aber wir machen ja keinen Schnitt. Ne? Wir machen ja so, wie wir es hier haben. Und von daher, also es geht um die Livescope-Technik, dass man sehr gut damit Fische lokalisieren kann, beangeln kann, aber bei Welsen ist mir halt aufgefallen, dass diese dann abhauen. Ja, kenne ich, habe ich glaube ich auch in meinem Buch schon beschrieben, dass ich das mehr wie einmal gesehen habe, auch mit Gästen kenne ich das, wenn die dann neben mir stehen und ich schalte auf Livescope um. Livescope habe ich mich mittlerweile komplett davon verabschiedet und das aber schon seit Jahren. Warum? Das erste große Problem bei dieser Technik war immer, dass ich meinen Bildschirm nicht splitten kann. Ich habe das damals an die Firma weitergegeben, da wurde ich angeguckt wie ein Auto, was ich für Probleme habe, der dumme Ossi. Für mich ist das aber extrem wichtig, wenn ich Fische zum Beispiel mit einem Sidescan lokalisiert habe, schalte dann um auf die zum Beispiel Technik hier mit dem Livescope, brauche ich auf der anderen Seite meine Darstellung, meine Gewässerkarte, um diesen Punkt überhaupt wiederzufinden. Das war einer der Hauptgründe, warum ich das sehr selten eingesetzt habe, weil ich immer meine Driftstrecken brauche und meine abgespeicherten Punkte, die ich mit dem Echolot gespeichert habe. Und deswegen habe ich Livescope sehr selten eingesetzt. Und wenn ich Livescope eingesetzt habe, auch das habe ich wirklich intensiv, glaube ich, auch beschrieben in meinem Buch, war es halt wirklich so, dass ich diese Erfahrung auch gemacht habe. Ich habe Fische teilweise erst gesehen, wo die hochgeschossen sind, vehement weg, einfach nur weg aus diesem Kegel, den wir dann gesehen haben. Und das war sehr oft wirklich auffällig. Dabei aber auch wichtig zu betonen, dass das immer mit der Gewässertemperatur zusammenhängt. Wenn das Wasser deutlich unter 10 Grad ist, habe ich diese Erfahrung kaum gemacht. Sehr selten. Sehr, sehr selten. Aber wie gesagt, beim wärmeren Wasser kann ich mich daran entsinnen, dass ich das mehr wie einmal hatte, dass ich dachte, oh, da liegt einer und auf einmal, zack, war der wirklich weg, panisch. Und deswegen, ja, das kann ich bestätigen mit dieser ganzen Live-Technik. Ich habe jetzt wieder umgestellt auf Hummingbird, auch da kommt ja sehr viel Neues. Warum das Ganze so ist, da kann ich vielleicht da mal ein Video dazu machen, wenn ich jetzt im Dezember wieder intensiv ein paar Wochen damit gearbeitet habe. Weil das hat Gründe, weil ich dazu auch angeschrieben wurde und habe mich jetzt von dieser ganzen Livescope-Geschichte und so weiter erstmal verabschiedet. Aber, wie gesagt, zu diesen Raubfischangeln etc., das ist schon cool. Aber für das Welsangeln war das nie so, dass ich damit Vorteile gegenüber anderen Techniken bzw. anderen Anglern hatten, die diese Technik nicht verwendet haben. Dann kommen wir mal zu einer Frage vom Robert. Der hat geschrieben, hallo Benny, großer Fan von dir, komme aus Kärnten, bin ein angelt an den Volkmarer Stausee mit fast null Strömung, gibt einen guten Wallerbestand, habe bis jetzt noch keinen gefangen, war 10-mal am Wasser, habe mir heuer ein Boot inklusive Auslegeboot und Echolot gekauft, habe alles probiert, leider nichts, es ist sehr viel Altholz und versunkene Bäume, Naturufer, wie würdest du vorgehen? Lebender Köderfisch und Forellen sind verboten. Liebe Grüße, Robert. Ja, die Grüße gehen natürlich zurück.
Stauseeangeln kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Grundstruktur von solchen Seen ist. Wenn diese Seen tief sind, also ich sage mal tiefer im Durchschnitt wie 5, 6 Meter und auch eine wirklich beeinträchtliche, also eine schöne Größe haben von mehreren Hektar und wenn ich dort vom treibenden Boot aus fischen darf, Wallerholz im Sommer klopfen. Klopfen mit Tauwürmern, das ist in meinen Augen die beste Angeltechnik für große, stehende, tiefe Seen. Definitiv. Also ich kenne keine bessere. Das nächste ist, bei den Ansitzangeln hat man immer das Problem, dass man sich halt in der Zeit, wo man dann draußen ist, wirklich dann festlegt auf einen Bereich. Das kann sein, das sind keine Fische, es kann sein, da kommen keine Fische vorbei. Dann kann es sein, dass wir unsere Taubermontagen auslegen, die werden aber gefressen. Um früh, wenn die Wälse unterwegs sind, sind vielleicht gar keine Würmer mehr mit drauf und so weiter und so fort. Von daher würde ich immer raten, nicht nur den Robert, wenn es möglich ist und die Bedingungen geben es her, also sprich einmal von der Gesetzeslage und dann brauchen wir natürlich auch das Wetter dafür. Das heißt, Klopfen kann ich nicht bei 8 Grad erfolgreich umsetzen oder bei Stürmen. Das sollte jedem bewusst sein. Aber wenn das irgendwie geht, versucht das zu klopfen. Ihr braucht da nicht viel. Eine Rute. Es reicht auch ein ganz einfaches Echolot. Ihr bekommt da ganz schnell ein Gefühl dafür. Ihr seht da Fische. Ihr habt ein ganz spannendes Angeln. Und die Zeit ist viel effektiver genutzt wie mit jedem Ansitz. Gerade an den See, wo vieles noch verboten ist. Natürlich ist es dann immer wieder so in diesen versunkenen Bäumen, die man dort findet, dass es auch Sinn macht, diese mal zu schnorcheln. Gerade wenn es so ein großer Stausee ist, sind die meistens sehr klar. Und dann kann es durchaus sein, dass man die in den wärmeren Sommermonaten, Frühjahr, dort findet die Welse. Dann macht das durchaus Sinn, wenn ich sie sehe, dass die mit der Spinnrute zu fangen sind, dass ich die dort aus der Reserve locken kann. Also wäre es mehr wie ein Versuch, auch mal wieder zu schnorcheln. Und immer wieder, es kommt nicht darauf an, ob man jetzt 10-mal am Wasser war oder 100-mal oder nur einmal. Es kommt darauf an, dass man das optimal wirklich nutzt und auch vorbereitet. Denn das fällt mir immer wieder auf, auch jetzt, wo ich am Po war, das war für mich Neuland. Und dann kommen zwei Jungs an, die waren dann neu in dem Gebiet, wie ich auch, muss ich gleich dazu sagen. Und dann sind wir aber so ein bisschen ins Gespräch gekommen, dann sage ich zu denen, was habt ihr so vor und so. So, und da war für die jeder Tag Neuland. Jeder Tag. Die haben frühs nicht gewusst, wo die abends schlafen. Und das passiert mir in der Regel nicht. Natürlich werden viele meine Pläne umgeworfen, aber irgendwann habe ich einen ganz genauen Plan, was ich wann, wo mache. Und wenn das nicht funktioniert, mache ich das andere. Wenn das nicht funktioniert, switche ich wieder um, mache das andere. Aber ich habe diesen Plan im Kopf und setze das dann nur nach und nach um. Und dann ist es vollkommen egal, ob das hier jetzt ein Stausee ist, wo ich einmal bin oder wie der Robert 10-mal. Ich habe dann einen Plan und mache nicht immer dasselbe. Ich fische dann das konsequent ab, probiere mal dies, probiere mal das, probiere die Stelle, gehe schnorcheln, unterhalte mich mit Anglern. Guck, wo ich Köderfisch fange und so weiter. Und dann habe ich einen genauen Plan und mache dann die Umsetzung. Vollkommen egal dann an welchem Gewässer. Das würde ich Robert auch raten und all diejenigen, die ähnliche Gewässerstrukturen haben. Wenn es möglich ist, geht raus mit dem Boot, klopfen, klopfen, klopfen. Meinen Augen die beste und geilste Angelei, um solche Gewässer sich anzueignen, sich anzusehen. Selbst wenn die Großen da nicht immer gleich einsteigen mit dem Holz, falls doch der ein oder andere schon gemacht hat und die größeren Fische seht ihr vielleicht nur auf dem Echo, wisst ihr dann, wo die sind und könnt ihr dann auch wirklich dann gezielt beangeln. Ich habe mir dann noch mal etwas mit rausgedruckt, eine Konversation, wie ich sie öfter habe, wie ich sie wirklich öfter habe und ich möchte euch alle daran teilhaben lassen, weil ich dazu geschrieben habe auch. Und es geht jetzt bei dem konkreten Fall um das Thema Farben. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kurzer Auszug von der Konversation, die wir geführt haben über Facebook. Ich glaube ehrlich gesagt, dass weiß, schwarz, rot oder blau keinen Unterschied macht. Bitte nicht falsch verstehen, aber Farben sind nach meiner Meinung beim Wallern
Völlig irrelevant, Ausrufezeichen. Die Sache ist wie immer, man muss auch daran glauben, wenn die Montagen gut liegen, ist es, glaube ich, echt irrelevant, ob schwarz oder weiß. Aber man wird es leider nie genau nachvollziehen können, da niemals genau die gleichen Konstellationen möglich sind. Trotzdem, Petri, zu dem Fängen habt ihr super gemacht, beziehungsweise du als Guide. Ja, da ging es auch ein bisschen darum, weil ich gut gefangen habe. Und zum Beispiel war es auffällig, wir hatten einige wirklich tolle Fische dabei. Und ein Großteil der 2-Meter-Fische kam auf weiße U-Posen. Auch deswegen habe ich diese Frage mit reingebracht. Auch bei der letzten Fragerunde wurde mir dann gesagt, ja, jetzt hast du es endlich zugegeben, dass das ja alles Blödsinn ist, ist nur Verkaufsargument. Jetzt hast du es ja gesagt, dass du keinen Unterschied festgestellt hast. Bei der Rotations-U-Pose war ja das in den letzten Filmen, wo ich es über die Elbe hatte, dass mir da noch kein Unterschied aufgefallen ist. Aber das Erste, was mir wirklich ganz wichtig ist, und das habe ich auch geschrieben und ich hoffe, ihr könnt mich das alle erstmal nachvollziehen. Was ich denke oder glaube, ist vollkommen wurscht. Es ist wurscht, ob ich daran glaube, dass gelb, rot, weiß, schwarz, blau, was auch immer fängt. Aber ich habe einen riesen Vorteil gegenüber den meisten von euch da draußen. Ich setze im Jahr mehr Ruten wie die meisten im Leben. Das klingt arrogant, aber das ist sehr häufig der Umkehrschluss. Und wenn ich 6 Ruten setze und das über Wochen und ich fische immer 3-3, dreimal weiß, dreimal schwarz, dann in verschiedenen Auftriebsgrößen, wenn ich anfange, wenn sich irgendwann rauskristallisiert, dass was besser läuft, schwenke ich um. Wenn ich das alleine mache, habe ich viel, viel, viel mehr Angelzeit wie die meisten, die 2-mal, 3-mal, 4-mal, 15-mal im Jahr angeln sind, kriegen da einen Biss auf schwarz, weil sie 2 schwarze Montagen draußen haben und sagen dann, ja, das ist ja totaler Käse. Nein, ist es nicht. Aber was ich glaube, ist wurscht. Ich weiß, dass es so ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist auch ein Riesenunterschied zu den ganzen Werbetrommlern da draußen, die euch irgendeinen Scheiß verkaufen wollen, wo aber nichts hinten dran kommt. Da kommt nichts hinten dran. Da wird irgendein Scheiß erzählt, wegen der Form, wegen dies, wegen das. Aber der Betreffende kann es ja auch nicht sagen. Sehr häufig habe ich das Gefühl. So, und ich kann euch sagen, ich habe auch ganz viele Beiboot-Teams und dann setze ich mit denen die Ruten und hau wieder ab. Und wenn ich das dann merke, dass ich 2 Teams an einem Fluss verteilt auf ca. 5 Flusskilometer. Das eine Team fängt auf den und den Strukturen, das andere Team fängt nicht. Ist mir das wurscht, ob ich dann glaube, dass das andere Team viel besser gesessen hat? Das ist doch Käse, was ich dann denke. Dann weiß ich nur, dass das nicht so ist. Dann muss ich die halt da wegsetzen und muss sie so setzen, wie das andere Team die gefangen hat. Und genauso ist das mit Farben auch. Und das ist immer wieder dieser riesengroße Problembatzen, den wir hier haben. Hier steht's genau so, steht's drinne. Genau so. Und ich lese es euch jetzt nochmal vor. Ich glaube ehrlich gesagt, dass weiß, schwarz, rot keinen Unterschied macht. Ich glaube. Was ich glaube, ist scheißegal. So. Und davon könnt ihr euch nichts kaufen. Und macht nicht diesen Fehler und rennt irgendwelchen Meinungen hinterher, ohne die selber zu belegen. Es ist nun mal so. Und dieses Geschwätz, was da draußen halt immer wieder stattfindet, ist total amüsant und Käse, ne? Weil die einen damit mal einen Fisch gefangen haben. Aber wenn man da mal ein bisschen nachbohrt und da mal ein bisschen Information sich raussaugen will, dann merke ich sofort, da kommt nur noch heiße Luft, weil das nicht konstant passiert. Und ich werde bei meinem Job dafür bezahlt, dass die Leute die nächste Woche kommen, einen Fisch fangen und nicht mich bezahlen, damit ich denen nächste Woche erzähle, was ich die letzten 10 Jahre gefangen habe. Das interessiert ihn scheiß. Das interessiert ihn nicht, wenn die am Wasser sind. Und das ist immer wieder wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es ist vollkommen Käse, was ihr glaubt. Ihr müsst es wissen. So, und ich weiß es bei der letzten Tour 100%, dass die weißen U-Posen besser gefangen haben. Jetzt kommt gleich wieder das Aber, weil wir dann noch lange nicht fertig sind. Der dickste Fisch der Tour kam auf schwarz. So,
Jetzt können wir uns alle wieder in die Hände klatschen, uns in die Arme nehmen und sagen, siehst du Gründer, hast doch keine Ahnung. Nein, so einfach ist es nicht. Der kam dann wieder auf so einen ganz klassischen Platz, ehrlich gesagt, wo ich ihn nicht vermutet hätte. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich sehr oft dann dieses Gefühl habe, dass ich weiß, was ich machen muss. Dort hätte ich ihn nicht vermutet, ich hätte ihn genau auf einer anderen Route vermutet, aber er ist gekommen. Und das ist wieder dieser ausschlaggebende Punkt. Ich wusste, dass der kommt. Das weiß ich dann und ich weiß dann nicht, ob der 2,30 Meter ist oder 2,50 Meter, weil das für mich auch irrelevant ist. Und genauso war das mit dem Platz. Der Platz hat gepasst, ich hätte ihn aber auf einer anderen Route vermutet, mit einer anderen Montage, beziehungsweise anderen Stück, wo ich die Route dann abgelegt habe. Und das ist immer wieder, und ich hoffe, dass mir diese klaren Worte dazu dienen, dieses kleine Format dazu zu nutzen, dass ihr was davon habt, und das ist, Sachen zu hinterfragen, logisch zu hinterfragen, nicht irgendeinen Scheiß nachbabbeln und auf Sandmails jetzt abfahren und was weiß ich, auf irgendwelche Marktschreiertechniken, die euch die Leute immer erzählen wollen, wie dann was läuft und nur so und hier da. Wie gesagt, ich weiß es hundertprozentig, es gibt Punkte, wo das eine besser fängt wie das andere. Warum das ist, weiß ich nicht. Ist mir komplett wurscht. Aber ich fange dann an und switche um. Ich habe jeden Abend in der Regel 6 Montagen gesetzt. 3-3. So, und dann fange ich in den ersten 3 Tagen 6 Fische. Davon 4 auf weiß, 2 auf schwarz. Alles Zufall, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Aber ich fange dann an und lasse die schwarzen schon weniger. Lasse dann nur noch 2 schwarze. Macht dann 4 Weiße. Natürlich werden dadurch die Fänge auf Weiß immer besser, ist ja klar, weil ich viel mehr Montagen dann draußen habe. Aber es geht dann auch mit Haken weiter, weil wir das letzte Woche ganz krass gesehen haben. Ich habe ein Team gehabt, weil denen ich geholfen habe beim Routensetzen. Da habe ich meine Bedenken vorsichtig geäußert zu den Montagen, die U-Posen drauf, die ich früher auch gefischt habe und so weiter. So, und dann sagen die mir, die kriegen einen Biss, wo die Schnur läuft, gehen hin und da hängt kein Fisch drauf. Das ist bei mir nicht passiert. So, und jetzt können wir auch wieder tot philosophieren. Liegt das an den Haken? Warum? Nein, das liegt nicht an den Haken. Das ist irgendeine Phase, wo die Fische die Köder anders genommen haben. Das ist irgendwas, was wir nicht nachvollziehen können. Aber ich habe es halt in der Phase gewusst, dass es mit der Hakengröße und der Hakenform zusammenhängt. Mittlerweile schwöre ich halt wirklich auf eine komplett andere Hakenform. Aber das ist das, was ich meine. Das ist eine Entwicklung, die nie aufhört. Die geht immer weiter. Ich gucke mir das an, ich höre mir das an, versuche mir dann selber eine Meinung zu bilden, weil ich das dann viel probiere. Und deswegen, wie gesagt, ich will hier niemand anprangern oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht meine Ambition. Mir geht es darum, weil ich das sehr häufig höre, ne, dass die Leute mir schreiben, sie glauben daran. So. Und die Aussage ist immer wieder gleich, was ich glaube, ist wurscht. Mir ist das vollkommen wurscht, ob einer glaubt, ob Rot jetzt besser fängt oder Gelb. Wer wirklich diese Zeit drücken kann, und da muss sich jeder selbst, da kommt es ja drauf an, die meisten lügen ja die anderen dann noch in die Taschen, um was die angeln, und das ist Wahnsinn, und ich bin ja nur draußen und ich bin nur unterwegs, und was ich für Fisch fange, und naja, und das ist dann immer das eine. Aber wie gesagt, wenn ihr mal im Schnitt ein halbes Jahr im Jahr geangelt habt, dabei sehr häufig 2 Plätze jede Nacht gefischt habt, das ist ja ein Vorteil, den ihr nicht von der Hand weisen könnt. Ihr fahrt raus, habt 2 geile Bereiche, wo ihr denkt, der sieht gut aus, aber der sieht auch gut aus. So, ihr könnt euch nicht zerteilen. Ich habe sehr häufig sogar die Möglichkeit, dass ich das machen kann durch meine Gäste. Dann fische ich halt beides. Dann sage ich, ihr zwei setzt euch dorthin, ich nehme einen mit und setze mich dorthin. So, und sehr häufig ist es so, dass ich dort sitze, wo ich denke, der sieht wirklich gut aus, da ein gutes Vertrauen. So, und dann geht das nicht. Dann geht das bei den anderen. Und dann, wie gesagt, ist das wurscht, was ich glaube. Natürlich versuche ich mir das dann, warum geht das jetzt nicht und so, aber das ist irrelevant. Es ist komplett irrelevant. Es wäre einfach nur bescheuert, wenn ich dann so weitermache, weil ich sage, na, das sieht so gut aus, da ist ein Graben und ich habe nur große Fisch auf schwarz gefangen und dann angle ich auch so. Nein, das wäre grundsatzverkehrt. So lernt ihr nichts, so habt ihr immer das Brett vorm Kopf, so steht ihr euch selber im Leben im Weg, und das ist mein Vorteil. Und wer das nutzen kann und nutzen möchte,
der muss als Guide arbeiten. Dann sieht die Welt sehr häufig anders aus. Und mein Job ist es nicht nur, Leute für einen Obolus an den Fisch zu bringen und denen eine gute Zeit am Wasser zu ermöglichen, sondern als Team- und Testangler euch ein Wissen zu vermitteln, was du nur über sehr viel Zeit am Wasser generieren kannst. Da ist hier auf dem Kanal nichts dabei, was ich aus den Fingern gesaugt wurde, nur damit ich besser dastehe. Das mache ich gar nicht. Ihr seht ganz wenig Bilder von mir, noch weniger Fisch, was sicherlich auch kontraproduktiv ist. Aber wie gesagt, mir geht dieses Gelaber und diese Scheiß-Erzähle im Hintergrund teilweise so auf die Eier. Gerade von Leuten, die dann ein paar Mal im Jahr einen dicken Fisch da hochheben. Ja, Jungs, macht euch nicht größer, wie es ist. Ne? Es ist wichtig, das ordentlich dann auch zu kommunizieren, die Eier in der Hose zu haben. Könnt ihr sagen, dass er dann mit lebenden Köderfischen am Rhein rausgearbeitet hat. Ne? Zum Beispiel. Wie gesagt, hier wird niemand angegriffen, das wird nicht gemacht. Auch dazu, wer mehr bewegte Bilder sehen will, realistisches Angeln, schaut bei Zec Fishing Wells vorbei. Da sind ja jetzt schon das ein oder andere Video, wo ich alleine unterwegs bin, dort, wie ich in Deutschland dabei vorgehe und so weiter. Jetzt kommen die nächsten Teile schon vom Ausland. Und was wir mehr und mehr aufbauen, wo sich auch die Kommunikation zwischen der Community da wirklich extrem gesteigert hat, ist Instagram. Auch dazu, dort gibt es Fragerunden, wo ihr mir eure Fragen stellen könnt. Ja, jetzt war so kurz vor knapp auch noch der Akku leer. Aber um das abzukürzen, wie gesagt, mir geht es hier nicht darum, um irgendjemanden anzuprangern oder sonst irgendwas. Mir geht es darum, eine ehrliche, klare Haltung zu haben, wie ich das schon immer getan habe. Und die kann ich nach außen vertreten. Und ich hoffe, dass ich es dadurch schaffe, dass ihr euch mehr über das Gedanken macht, was wirklich wichtig ist. Dieses flexibel sein, Gewässer lesen, sich einen Plan zurechtlegen. Wenn das eine nicht funktioniert, den Kopf nicht in den Sand stecken, weiterzumachen. Nicht alles glauben, was man hört. Auch sich selber da diese Meinung zu bilden. Das ist mir wichtig, deswegen diese Fragerunden auch. Vielen Dank erstmal immer wieder für die rege Teilnahme. Nutzt doch, wenn ihr das selber schon habt, Instagram. Dort bin ich viel mehr jetzt am Präsent sein, am Präsent werden, weil ich auch viel am Wasser bin. Da nehme ich euch mit, fast tagtäglich. Da könnt ihr mir auch direkt schreiben. Und das werde ich nach wie vor weitermachen. Dort kommen jetzt die nächsten Wochen Umfragen rein, wo ich wirklich gespannt bin auf die einzelnen Meinungen von der Community. Wir sehen uns hier wieder im Dezember. Bis dahin fließt noch viel Wasser in den Bächen runter. Ich hoffe, ihr nutzt diese Zeit, ihr findet Zeit, dass ihr noch rausgeht, weil jetzt ist Big Fish Zeit. Ich muss am Freitag weiter, aber ich habe auch nach wie vor richtig Bock. Vielleicht kommt ja noch so ein Ding und wir sehen uns dann im Dezember hier wieder. Bleibt schön gesund, euer Benny. Ciao.